Herzlich willkommen, Freunde der anatomischen Unterhaltung. Romet Hörmann und meine Wenigkeit, Hannes Stofferin, begrüßen euch zu einem neuen Video. Auf geht's! Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Nervenversorgung an der oberen Extremität. Nachdem der erste Teil, die Pars supraclavicularis des Plexus brachialis, abgedeckt hat, konzentrieren wir uns jetzt auf die Pars infraclavicularis. Somit beginnen wir auch schon mit den Nervi pectoralis medialis et lateralis. Die Nerven erhalten Fasern von den Segmenten C5 bis TH1. Der Nervus pectoralis lateralis von C5 bis C7 und entspringt meist dem Fasciculus lateralis oder auch dem Truncus superior. Der Nervus pectoralis medialis von C8 bis TH1 gespeist und entspringt meist dem Fasciculus medialis oder auch dem Truncus inferior. Die Nerven verlaufen hinter der Clavicula, meist ventral der Arteria subclavia, teilweise aber auch dorsal davon. In solchen Fällen bilden die vorne und hinten laufenden Anteile manchmal eine Schlinge um das Gefäß. Die Äste durchbrechen dann die Fascia clavi pectoralis und innervieren gemeinsam den Musculus pectoralis minor. Teilweise wird die Fascia clavi pectoralis auch nur durch einen gemeinsamen Stamm durchbrochen, der sich anschließend aufzweigt. Nach Durchtritt des Musculus pectoralis minor, hier ist meistens ein Übertritt von Fasern des Nervus pectoralis lateralis zum Nervus pectoralis medialis, fächern sich die beiden Nerven auf und innervieren den Musculus pectoralis major gemeinsam. Die Fasern des Nervus pectoralis lateralis aus C5 bis C6 versorgen die Pars clavicularis des Musculus pectoralis major. Jene aus den Segmenten C6 bis C8, die Pars sternocostalis und jene aus C8 bis TH1, die Pars abdominalis. Durch eine Verletzung dieser Nerven wird die ipsilaterale Adduktion und Anteversion des Armes geschwächt. Nun zum Nervus subscapularis. Mit seinen Fasern aus den Segmenten C5 bis C7 läuft er dorsal des Plexus brachialis und versorgt den Musculus subscapularis und in manchen Fällen den vom Angulus inferior scapulae entspringenden Musculus teres major. Teilweise wegen seiner Auffächerung als Nervi subscapularis bezeichnet, manchmal gibt der Nervus subscapularis direkt den Nervus thoracodorsalis ab. Durch einen Ausfall wird die Innenrotation des Schultergelenks beim adduzierten Arm geschwächt. Der Nervus thoracodorsalis wird aus den Fasern der Segmente C6 bis C8 gebildet und er läuft dorsal dem Plexus brachialis unterwandernd gemeinsam mit der Arterie thoracodorsalis der hinteren Achselfalte entlang und innerviert den Musculus latissimus dorsi sowie den Musculus teres major. Teilweise aus dem Nervus subscapularis entspringend wird er in der älteren Literatur auch als Nervus subscapularis distalis bezeichnet. Durch einen Ausfall ist die Retroversion des Armes stark eingeschränkt,
Praktisch erschwert sich damit die normale Stuhlhygiene durch ein Nicht-Erreichen der Analregion mit den Händen. Iatrogen kann der Nerv, zum Beispiel bei Operationen in der Achselgegend, wie zum Beispiel einer Lymphadenektomie, geschädigt werden. Der Nervus musculocutaneus innerviert motorisch den Musculus coracobrachialis, den Musculus biceps brachii sowie den Musculus brachialis. Sensibel innerviert die Haut an der radialen Seite des Unterarmes. Gebildet aus den Fasern der Segmente C5 bis C7 entsteht er aus dem Fasciculus lateralis. Er durchbohrt den Musculus coracobrachialis und innerviert diesen ebenso wie den Musculus biceps brachii und den Musculus brachialis mit rami muscularis. Zwischen dem Musculus biceps brachii und dem Musculus brachialis zieht er von medial nach lateral und durchdringt die oberflächliche Faszie, um mit seinem Endast, dem Nervus cutaneus antebrachii lateralis, die Haut an der radialen Seite des Unterarmes zu versorgen. Durch die Versorgung der stärksten Beuger. Wieder Einstieg. Ja. Alle Instrumente da? Yes. Wo ist es runtergefallen? den cutaneus antebrachii lateralis haben wir noch, oder? Genau, ja. Gut. Durch die Versorgung der stärksten Beuger im Ellbogengelenk kann eine Lähmung diese stark beeinträchtigen und auch die Supination ist davon betroffen. Das versorgte Hautareal kann bei Schädigung, zum Beispiel durch eine intravenöse Injektion, Sensibilitätsstörungen aufweisen. Der Nervus medianus innerviert motorisch den Musculus pronator teres, den Musculus flexor carpi radialis sowie den Musculus palmaris longus, Musculus flexor digitorum superficialis, den radialen Anteil 1 bis 3 des Musculus flexor digitorum profundus, den Musculus flexor pollicis longus, den Musculus pronator quadratus, den Musculus abductor pollicis brevis, den Musculus opponens pollicis, Musculus flexor pollicis brevis, hier das Caput superficiale sowie die Musculi lumbricales 1 und 2. Sensibel versorgt der Nervus medianus die radialen zwei Drittel der Palmarhandwurzel und die Palmar manus. Die Beugeflächen der ersten 3,5 radialen Finger und regelmäßig auch dorsal die Fingerendglieder der Finger 2 und 3 sowie die Kapsel des Ellbogengelenks. Der Nervus medianus wird gebildet von Fasern aus den Segmenten C6 bis TH1 und besitzt gleich zwei Wurzeln aus den Faszikeln des Plexus brachialis, die sich in der Axilla vereinigen. Die Radix lateralis nervus mediani aus dem Fasciculus lateralis und die Radix medialis nervi mediani aus dem Fasciculus medialis. Die beiden Wurzeln bilden die sogenannte Medianusgabel oder auch Medianusschlinge um die Arteria axillaris. Der vereinigte Nerv verläuft dann am Oberarm zunächst ohne Astabgabe im Sulcus bicipitalis medialis. Hier liegt er zu Beginn lateral und zur Mitte des Oberarms hin vor und in der Fossa cubitalis medial der Arteria brachialis. Dort läuft er durch den Musculus pronator teres zwischen dem Caput humerale und Caput ulnare, der sogenannte pronator Schlitz oder Medianustunnel. In der Mitte des Unterarmes verläuft er zwischen dem Musculus flexor digitorum superficialis und dem Musculus flexor digitorum profundus. Weiter distal dann unter dem Retinaculum musculi flexorum durch den Canalis carpi
und gelangt dann zur Palma manus und teilt sich auf in seine Endäste. Die Äste sind nun wie folgt von proximal nach distal. In der Ellenbeuge verlassen die Rami muscularis den Nerv und versorgen den Musculus pronator teres, Musculus flexor carpi radialis, Musculus palmaris longus und den Musculus flexor digitorum superficialis. Die Rami articularis nervi mediani versorgen das Ellbogengelenk sensibel. Der Nervus interosseus antebrachii anterior läuft mit der Arteria interosseo antebrachii anterior über der Membrana interossea antebrachii und versorgt den Musculus flexor pollicis longus, den Musculus pronator quadratus und den radialen Teil des Musculus flexor digitorum profundus. Die Haut der ventralen Handwurzel wird versorgt vom Ramus palmaris nervi mediani. Teilweise existiert ein Ramus communicans cum nervo ulnari am arcus palmaris superficialis, die sogenannte ansa tenaris oder Kanjurisch-Anastomose. In einem nach distal hin konvexen Bogen läuft der Ramus tenaris nervi mediani, veraltet Ramus recurrens nervi mediani, zum Tena und versorgt mit seinen drei Ästen den Musculus abductor pollicis, brevis, Musculus opponens pollicis und das caput superficiale des Musculus flexor pollicis brevis. Die drei Nervi digitales palmaris communis innervieren die Musculi lumbricales 1 und 2, teilweise auch 3, und nach Aufteilung in die Nervi digitales palmaris proprii die Haut der 3,5. radialen Finger. Gefährdet ist der Nerv am Oberarm und in seinem aufgrund seines oberflächlichen Verlaufs im Bereich des Oberarms und des distalen Unterarms bzw. Handgelenks ist der Nervus medianus hier besonders gefährdet bei offenen Verletzungen. Engpass-Syndrome können an mehreren Prädilektionsstellen auftreten. Diese sind beim Durchtritt des Nerven unter dem Lacetus fibrosus, beim Durchtritt des Nervens zwischen dem Caput ulnare und humerale des Musculus pronator teres oder auch distal davon, wobei hier dann eine Sonderform einer isolierten interosseus anterior Nervenkompression vorliegen kann. Im Verlauf des Canalis carpi, wo bereits geringe Schwellungszustände, zum Beispiel bei Tendovaginitiden, im Rahmen einer Schwangerschaft oder bei Verletzungen der Hand, zu einer Irritation des Nervens führen, dadurch den Verlauf unter dem starren Retinaculum flexorum keine Platzreserven vorhanden sind. Aus einer proximalen Läsion des Nervus medianus resultiert eine sogenannte Schwurhand. Bei Faustschluss bleiben die drei radialen Finger gestreckt, der vierte und fünfte werden durch den vom Nervus ulnaris versorgten Anteil des Musculus flexor digitorum profundus gebeugt. Zudem kann der Daumen nicht mehr opponiert werden. Die Palmarflexion der Hand ist nur mehr auf der ulnaren Seite möglich. Die Sensibilität am Tena und der Beugeseite der radialen 3 oder auch halben vierten Finger ist gestört. Bei einer Verletzung des Nervens knapp oberhalb des Handgelenks fallen nur die Sensibilität sowie die Opposition des Daumens aus. Der Nervus ulnaris innerviert motorisch den Musculus flexor carpi ulnaris, den ulnaren Anteil des Musculus flexor digitorum profundus, die Musculi lumbricales 3 und 4, die Musculi interossei, den Musculus adductor pollicis, den Musculus flexor pollicis brevis, hier das caput profundum, sowie die Hypotenarmuskulatur, genauer gesagt der Musculus abductor digiti minimi, der Musculus opponens digiti minimi,
der Musculus flexor digiti minimi brevis sowie der Musculus palmaris brevis. Sensibel versorgt der Nervus ulnaris die Haut an der ulnaren Seite der Hand sowie 2,5 Finger dorsal und 1,5 Finger palmar. Sowie die Kapsel des Ellbogengelenkes. Der Nervus ulnaris entspringt aus dem Fasciculus medialis und enthält Fasern von den Segmenten C8 bis TH1. Medial der Arteria brachialis läuft er durch das Septum intermusculare brachimediale auf die Streckseite des Oberarms und durch den Sulcus nervi ulnaris humeri hinter dem Epicondylus medialis auf den Unterarm. Dort zieht er zwischen dem Caput humerale und dem Caput ulnare durch das Septum intermusculare brachimediale auf die Streckseite des Oberarms und durch den Sulcus nervi ulnaris humeri hinter dem Epicondylus medialis auf den Unterarm. Dort zieht er zwischen dem Caput humerale und dem Caput ulnare des Musculus flexor carpi ulnaris wieder auf die Beugeseite. Ulna der Arteria ulnaris und des Musculus flexor carpi ulnaris verläuft er zur Handwurzel und gelangt über die Loge de Guyon in die Hohlhand. Die Äste des Nervus ulnaris, die Rami muscularis, versorgen den Musculus flexor carpi ulnaris und den ulnaren Anteil des Musculus flexor digitorum profundus 4 und 5. Der Ramus palmaris Nervus ulnaris, er versorgt die Haut der Handwurzel an der ulnaren Seite. Zur Dorsalseite des Handgelenks gibt der Nervus ulnaris den Ramus dorsalis ab, der mit seinen 5 Ästen den Nervi digitalis dorsalis die Streckseiten der ulnaren 2,5 Finger innerviert. Der Ramus superficialis des Nervus ulnaris versorgt den Musculus palmaris brevis. Und danach teilt er sich in die Nervi digitalis palmaris communis, wobei 2 Nervi digitalis palmaris propri für die einander zugewandten Seiten des 4. und 5. Fingers verantwortlich sind und den Nervus digitalis palmaris proprius für die ulnare Seite des 5. Fingers. Mit seinem Ramus profundus innerviert der Nervus ulnaris den Hypotena, die Musculi lumbricalis 4 und 5, die Musculi interossei, den Musculus adductor pollicis und den Musculus flexor pollicis brevis, hierbei das Caput profundum. In seinem Sulcus nervi ulnaris humeri liegt der Nerv sehr oberflächlich und unter einem straffen Bindegewebsband und kann somit hier leicht Schaden nehmen. Ein sogenanntes Sulcus ulnaris Syndrom. Des Weiteren kann der Nerv in der Loge de Guyon komprimiert werden. Dieses Kompressionssyndrom ist weitaus seltener als das Karpaltunnelsyndrom, da im Vergleich zum Canalis carpi keine Sehne gemeinsam mit dem Nerven durch die Loge de Guyon ziehen. Somit entfällt eine wichtige Ursache für Schwellungszustände. Bekannt ist die Krallenhand bei proximalen Läsionen des Nervens. Die Musculi interossei und die Musculi lumbricalis fallen aus und bedingen eine Überstreckung der Grundgelenke sowie eine Flexion der Mittel- und Endgelenke. Die Finger 4 und 5 bleiben beim Faustschluss gestreckt, der kleine Finger kann dem Daumen nicht mehr angenähert werden. Der Sensibilitätsausfall entspricht dem Versorgungsgebiet
Das besondere Autonomiegebiet des Nervus ulnaris stellt die Haut des kleinen Fingers dar. Der Nervus cutaneus brachii medialis übernimmt keine motorische Funktion. Er versorgt sensibel die Haut der medialen Oberarmseite bis zur Ellenbeuge. Dieser rein sensible Hautast stammt aus dem Fasciculus medialis und enthält Fasern aus den Segmenten C8 bis TH1. Eine Verzweigung findet bereits in der Axilla statt. Eine Verbindung mit Ästen der oberen Nervi intercostalis, zumeist zweite und dritte Nervus intercostalis, ist häufig und bildet die sogenannten Nervi intercostobrachialis. Bei Schädigung des Nervs ist die Sensibilität im Versorgungsareal gestört. Der Nervus cutaneus antebrachii medialis übernimmt ebenso keine motorische Funktion, sondern ist ein rein sensibler Hautast zur Versorgung des ventralen, ulnar gelegenen Haut des Unterarms. Er entspringt aus dem Fasciculus medialis und enthält Fasern aus den Segmenten C8 bis TH1. Gemeinsam mit den Venae axillaris et brachialis und der Vena basilica läuft er nach distal und teilt sich im mittleren Oberarmbereich in seine zwei Endäste, den Rami anterior et posterior, und gelangt durch den Hiatus basilicus nach epifaszial. Der Ramus anterior versorgt die Haut der vorderen, der Ramus posterior die Haut der ulnaren Unterarmfläche. Bei intravenöser Injektion in der Ellenbeuge kann der Nerv lädiert werden, was in Sensibilitätsstörungen in den versorgten Hautarealen resultiert. Der Nervus axillaris. Er versorgt motorisch den Musculus deltoideus sowie den Musculus teres minor. Sensibel versorgt der Nervus axillaris die Haut der seitlichen Schultergegend. Der Nervus axillaris entspringt dem Fasciculus posterior und enthält Fasern aus den Segmenten C5 und C6. Von der Axilla läuft er mit der Arteria circumflexa humeri posterior durch das Foramen axillare laterale, der sogenannten lateralen Achsellücke, nach dorsal und versorgt mit seinen Rami muscularis den Musculus deltoideus und den Musculus teres minor. Zudem entlässt er einen Hautast, den Nervus cutaneus brachii lateralis superior, der die Haut der seitlichen Schultergegend innerviert. Humerus-Kopffrakturen und hintere Luxationen des Schultergelenks können den Nerv schädigen. Bei einer solchen Läsion kann der Arm durch Ausfall des Musculus deltoideus nicht mehr kräftig abduziert und über die Horizontale angehoben werden. Der Nervus radialis versorgt motorisch den Musculus triceps brachii, den Musculus anconius, den Musculus brachioradialis, den Musculus brachioradialis, den Musculus extensor carpi radialis longus, den Musculus supinator, den Musculus extensor carpi radialis brevis, den Musculus extensor digitorum communis, den Musculus extensor digiti minimi, den Musculus extensor carpi ulnaris,
den Musculus abductor pollicis longus, den Musculus extensor pollicis brevis, den Musculus extensor pollicis longus sowie den Musculus extensor indicis. Sensibel versorgt der Nervus radialis die dorsale und laterale distale Haut des Oberarms. Sensibel versorgt der Nervus radialis die dorsale und laterale distale Haut des Oberarms, die Kapsel des Schultergelenks, die Haut des radialen Unterarms, die radiale Seite des Handrückens und die Streckseiten der 2,5 radialen Finger. Als Endast des Fasciculus posterior enthält der Nervus radialis Fasern aus den Segmenten C5 bis TH1. Zunächst dorsal der Arteria axillaris bzw. der Arteria brachialis anliegend, zieht er gemeinsam mit der Arteria profunda brachii durch den Sulcus des Nervus radialis humeri dorsal des Humerus nach lateral. Etwas distal zieht er durch das Septum intermusculare brachilaterale nach ventral und zwischen dem Musculus brachialis und dem Musculus brachioradialis in die Ellenbeuge. Dort teilt er sich in seine beiden Endäste, den Ramus superficialis und den Ramus profundus. Nun zu den Ästen des Nervus radialis. Mit dem Nervus cutaneus brachii posterior und dem Nervus cutaneus brachii lateralis inferior werden die entsprechenden Hautareale am Oberarm sensibel versorgt. Die Rami muscularis für den Musculus triceps brachii gehen bereits vor dem Eintritt in den Sulcus nervi radialis ab. Der Nervus cutaneus antebrachii posterior versorgt das dorsale Hautareal des Unterarms und entspringt dabei bereits im Sulcus nervi radialis und durchbohrt am Oberarm die Faszie und zieht bis zu den Handwurzeln. Die radialen Unterarmmuskeln werden von den Rami muscularis versorgt, die der Nervus radialis vor seiner Aufteilung in seine Endäste abgibt. Der Ramus profundus nervi radialis dringt in den Musculus supinator ein und läuft durch ihn um den Radius zur Streckseite und versorgt die dortige Muskulatur. An der dorsalen Fläche der Membrana interosseo antebrachii verläuft er dann als Nervus interosseus antebrachii posterior, ein dünner Ast für die tiefe Muskellage. Der Ramus superficialis ist ein sensibler Hautast, der mit der Arteria radialis und dem Musculus brachioradialis auf der Beugeseite des Unterarms verläuft. Erst weit distal zieht er unter der Sehne des Musculus brachioradialis zur Streckseite und verbindet sich über einen Ramus communicans ulnaris mit dem Ramus dorsalis nervi ulnaris und zerfällt in 5 nervi digitales dorsales für die Streckseiten der 2,5 radialen Finger. Bei der klassischen Läsion liegt eine Fallhand vor, wobei die Hand weder dorsal flektiert aufgrund der fehlenden dorsalen Muskelgruppe noch gestreckt supiniert aufgrund des fehlenden Musculus supinator werden kann. Bei Humerus-Schaftfrakturen kann der Nerv in seinem Sulcus nervi radialis beschädigt werden, wodurch die sensible Versorgung des Unterarms sowie die radiale Muskelgruppe ausfällt. Bei einer Läsion proximal des Sulcus nervi radialis kann das Ellbogengelenk nicht mehr
vollständig gestreckt werden. Bekannte Kompressionssyndrome des Nervus radialis ziehen zum einen beim Durchtritt durch den Musculus supinator, hier erfolgt eine Einengung durch fibröse Bänder, der sogenannten Frose arcade, und eine damit resultierende Schädigung des Nervus interosseus posterior. Zum anderen durch eine isolierte Schädigung des Ramus superficialis, eine sogenannte Chiralgia paresthetica. Diese hat einen Sensibilitätsausfall, Parästhesien und Schmerzen zur Folge. Ein Synonym ist die sogenannte Fessellähmung. Der Name leitet sich daher ab, dass die nach Anbringen von zu engen Handschellen auftreten kann. Während einer Operation in Rückenlage kann der Nervus radialis durch die Kompression der Oberarmaußen und Rückseite komprimiert werden. Hier gibt es auch das Synonym der Parkbanklähmung. Und damit sind wir am Ende unseres Videos angelangt. Romet Hörmann und meine Wenigkeit, Hannes Stofferin, bedanken sich recht herzlich fürs Zuschauen und wir möchten uns auch an allen Körperspenderinnen und Körperspendern bedanken, sowie an unsere Direktorin, Frau Professorin Helga Fritsch, und auch vielen Dank an die Medizinische Universität Innsbruck und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.